Der Mensch ist in jedem Fall ein Mitgestalter. Wir treffen gute oder schlechte Entscheidungen, wie wir diese Welt kehren. Unseren Lebensraum, unsere Zivilisation. Wir sind keine Götter oder wir sind nicht Gott. Wir sind nicht göttlich, wir sind Kreaturen. Wir sind dafür geschaffen, anzubeten, zu verehren mit dem Geist Gottes, zusammenzuwirken, um in der Heiligkeit teilzuhaben. Diese Heiligkeit ist auch Ganzheit, Vollbefinden. Und in jeder Minute erzeugt der Mensch, was er oder sie zu sagen, machen oder erschaffen hat. Für mich, Kunst ist nicht Dekoration. Kunst ist Kommunikation. Man kehrt, was man liebt, was man in einem Menschen sieht, ist das Abbild von dem, was sie oder er liebt und respektiert. Für mich ist Blau das ewig Weibliche. Es ist die Nacht, in der alle Leben, Dingen, Wesen, waschen und sich entwickeln in Stille. Blau ist Mystik. In meinem Land, Amerika, sagt man zu Jazz auch The Blues. Es gibt einen Grund dafür. Es beginnt mit dem menschlichen Leiden und der bewussten Entscheidung, die Unterdrückung zu stoppen. Die Schwarzen schreiben den Blues. Es ist diese verblüffenden Zusammenfließen von Sklaverei und Freiheit. Das regt einen neuen Klang zu erzeugen, eine Originalstimme und den Beat dazu. Farbe und Musik ist eine perfekte Verbindung vom Einseinen und das Kind der Kunst zu produzieren. Unser Zugang zu dem, was hier und jetzt ist, hängt von unseren Einstellungen und unseren Beweggründen ab. Ich lebe nach dem Leitspruch, unseren Augen und Hände machen Kunstwerke, aber nur mit dem dritten Augen, dieser zen-artigen Haltung, öffnet sich das Herz ebenso für das, was die Vorstellungskraft als Kunst vollendet. Unser Kreis muss sich weiten, um alle als Brüder und Schwestern aufzunehmen. Gott ist die Liebe. Wir beten unseren Vater, nicht mein Vater. Wenn ein Zen-Meister einen Kreis in einen Schwung zeichnet, beschwört es das sophisticated Symbol unserer Existenz in einer einfachen Gesten hervor.